Peter, ich kann heute Abend nicht zu deinem Konzert kommen. Ich muss arbeiten. Was arbeitest du denn? Welchen Beruf hat Papa? Er arbeitet für Mr. Rooney. Wer umarmt einen schrulligen alten Mann? Papa hatte keinen Vater. Da hat sich Mr. Rooney um ihn gekümmert. Sie herrschen über diese Stadt, wie Gott über die Welt herrscht. Ich mag Mr. Rooney sehr. Wir hatten nichts. Er gab uns ein Zuhause, sorgte für unser Leben. Er erledigt Aufträge für Mr. Rooney. Nimm Mike mit. Nein, Pa, das kann ich nicht. Nimm Mike mit. Sie sind sehr gefährlich. Deshalb hat er seine Kanone dabei. Carter, was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Du hast alles gesehen? Behält er es für sich? Er ist mein Sohn. Ein Ehrenmann steht immer zu seinem Wort. Michael, morgen, wenn sie merken, dass wir weg sind, werden sie uns verfolgen. Ich muss dich jetzt beschützen. Ich möchte mich entschuldigen, besonders bei dir, Pa. Entschuldigen möchtest du dich? Söhne kommen zur Welt, um ihren Vätern Ärger zu machen. Naturgesetz. Jetzt ist er fällig. Ich weiß, wen wir anrufen. Es gibt einen, der hat früher schon mal für uns gearbeitet. Für das bezahlt zu werden, was man gern tut, ist das dein Traum? Runter! Ich kann nicht gleichzeitig gegen dich und gegen sie kämpfen. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Es ist meine Schuld, dass das passiert ist. Es war nicht deine Schuld. Das schaffst du nicht. Nicht mit einem kleinen Jungen. Was hast du vor? Nur noch diese eine Sache, dann ist es vorbei. Pass auf den Traktor auf, Michael. Pass auf den Traktor auf! Wir haben es geschafft. Oh ja, ja, wir haben es geschafft. Dieses Leben haben wir uns ausgesucht. So wollen wir leben. Nur eins steht fest. Keiner von uns kommt in den Himmel. Michael vielleicht.